Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zajac hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eine Geschichte meiner Vergangenheit, die ich damals nicht wirklich verstanden habe. Denn ein guter Freund von mir hatte damals Diskusfische in seinem Wohnzimmer und dieses Aquarium war riesig. Und der einzige Vorsatz war damals, im Wohnzimmer nicht laut zu sein, weil... Und ich habe bis heute keine Antwort auf diese Frage. Norbert. Ja. Diskusfische. Ich hatte einen Kumpel, der hatte Diskusfische und ich durfte nie laut sein im Wohnzimmer. Und jetzt musst du mir mal erklären, warum brauchte der Diskusfisch oder die Diskusfische früher die absolute Ruhe? Ich habe es nicht verstanden. Ja, der Diskus kommt natürlich aus Südamerika und nicht aus dem Wohnzimmer. Aha. Und da ist ein ruhig fließender Fluss, wo solche Geräusche überhaupt nicht existieren, also wie ganz Menschen kurz, die machen. Süßwasserfisch. Auf jeden Fall Süßwasser. Nur Süßwasser. Sogar sehr weiches Wasser. Meerwasser ist natürlich sehr hartes Wasser. Für den Diskusfisch bin 30 Sekunden tödlich. Aha. Und in der Natur gibt es eben solche Geräusche nicht. Damit ist der Diskus sehr, sehr schreckhaft, sehr ängstlich, wenn er etwas hört, was er aus der Natur nicht kennt. Und wenn jemand zum Beispiel mit dem Fischen auf eine Ausstellung gehen will und möchte womöglich einen Preis gewinnen, das geht nicht mit einem verschreckten Fisch, sondern der Fisch muss in Ruhe stehen, ausgeglichen sein, gut ernährt sein und damit kann man auch einen Preis gewinnen. Also das Wort Wettkampf habe ich damals auf jeden Fall auch sehr oft gehört und Ausstellungen auch. Also wahrscheinlich würde es auch was damit zu tun gehabt haben. Ja, es gibt natürlich Bewertungsshows für alle Tiere, wo jeder den schönsten, den besten, den größten, den kleinsten oder den schnellsten zeigen will. Aha. Und bei Diskus gibt es sowas auch. Und du hast, glaube ich, auch noch eine Geschichte dazu. Aber ich glaube, da warten wir noch mit. Ich würde gerne erstmal die Frage stellen, was ist der Diskusfisch? Der Diskusfisch ist natürlich ein Fisch, der in Südamerika lebt. Da wir hier die Diskusscheibe haben, dies ist jetzt ein Frisbee, sieht aber ähnlich aus, der Diskus auch sehr, sehr rund ist, wohl einer der rundesten Fische überhaupt, hat er, als er nach Deutschland eingeführt worden ist, eben den Namen Diskusfisch bekommen. Hat aber nichts mit dem Gerät zu tun, ist weder bekannt noch verschwägert noch sonst irgendwas. Familiär, ganz andere Sache. Das heißt, du hast keine Diskus-Weitwurf-Weltmeisterschaft veranstaltet, sondern die Diskusfisch. Ja, genau, genau. Wir haben also 8-mal die Weltmeisterschaft für Diskusfische gehabt und dafür kamen Menschen aus 27 verschiedenen Nationen. 400 Diskus waren teilweise in der Ausstellung und kämpften darum, den schönsten Diskusfisch der Welt zu zeigen. Aber das erzähle ich dir gleich. Jetzt zeige ich dir erstmal, was sind überhaupt Diskusfische. Komm mal mit. Hier sind wir also jetzt bei unseren Diskussen angekommen. Ich wollte als erstes mal hier unsere Wildfänge zeigen. Aha. Weil wie bei allen Fischen, fing es ja mal bei Fischen in der Natur an, ja, bis sich die Züchter damit beschäftigt haben und Spaß daran bekommen haben und gemerkt haben, dass in vielen Fischen viel, viel mehr Farben drin sind, wie man ursprünglich so sieht. Und dies ist also eine relativ seltene Naturform. Das ist also der Diskusfisch samt Harem. Der Name kommt eigentlich daher aus der Ortschaft, wo er gefangen wurde. Wie in jeden Gegenden, überall gibt es immer etwas Fische, die eine Idee anders aussehen als ein paar hundert Kilometer weiter. Und da es so viel Farbvariation gibt, wurden also dann die Farben der Ortschaft oder der Gegend zugeordnet. Deshalb dieser Name. Den Wildfang, der ist vielleicht von den Fischen, die wir heute zu sehen haben, farblich am schwächsten ausgeprägt. Und für den Hobbyisten, der einfach sagt, boah, ich möchte so ein paar so bunte Fische haben, wird er sagen, nee, der ist langweilig. Für den Züchter ist dann natürlich die Herausforderung überhaupt, aus einem Naturfisch etwas zu züchten, etwas kreieren, was es bisher noch nicht gegeben hat. Diskusfische waren früher extrem empfindlich, sehr, sehr selten und empfindlich. Und es war sehr aufwendig, ein Fisch, der so groß ist, lebendig nach Deutschland zu kriegen. Da gab es also Verluste, da gab es Probleme, zu kleine Tüten, das Wasser war nicht lange genug, warm genug. Diese Tiere kommen also aus Gegenden, wo das Wasser zwischen 28 bis 32 Grad ist. Und das bis Deutschland annähernd so warm zu halten, ist natürlich schon
eine Meisterleistung. Aber auch dadurch, dass der Fisch so scheu und schreckhaft ist, gehört er natürlich nicht in ein Gesellschaftsaquarium, sondern der möchte seine Ruhe haben. Wenn er zu viel gestört wird, zu viel Hektik ist, dann ist er eben so ein Sensibelchen, zieht sich zurück in der Ecke und wenn sie Pech haben, wird er langsam immer dunkler, ganz schwarz und verhungert. Aber was mich jetzt interessiert, warum ist der Fisch denn so sensibel? Was kann denn da schiefgehen bei der Zucht oder bei der Haltung, dass der Fisch auf einmal den hier macht? Ja, schiefgehen kann natürlich ganz viel, gerade bei den Wildgefangenen, den naturentnommenen Tieren. In der Natur gibt es ja nicht nur die Tiere, viele meinen ja auch, die leben im Urwald, das ist das Paradies, aber Urwald und Paradies sind zwei verschiedene Geschichten. Im Urwald gibt es ganz viele Jäger und ganz viele Gejagte. Und die Jäger und Gejagten sind nicht immer die Großen, da kommt nicht immer ein riesen Raubfisch und er frisst ihn und schluckt ihn runter, sondern jedes Lebewesen hat in der Natur auch irgendwelche Kleinstlebewesen, Parasiten, Viren, Bakterien am Körper, die er dadurch, dass er durch die Natur schwimmt, immer wieder abstößt und dann gehen die den Fluss runter und sind weg. Im Aquarium geht nichts den Fluss runter, sondern wir haben eine Kreislauffilteranlage. Das heißt, das Wasser kommt immer wieder und er kommt mit diesen Erregern immer wieder in Berührung und damit hat er immer mehr Krankheitserreger, wird ganz schnell krank und stirbt eventuell dran. Bis man dies rausgefunden hat, hat viele Jahre gedauert. Das hat heute nicht mehr passiert. Norbert, ich sehe jetzt hier bestimmt 30 Diskusfischbecken. Also es muss ja echt eine große Nachfrage geben. Oder liegt das auch daran, dass du deine Geschichte damit hast? Ja, wahrscheinlich an allem. Der Diskus ist natürlich ein Kultfisch. Er hieß, als die ersten nach Deutschland kamen, der König der Aquarienfische. Und diese Königsdisziplin am Leben zu halten oder womöglich zu vermehren, war natürlich gar nicht einfach. Heutzutage kann man das und alle, die sich daran erinnern wollen, möchten auch einmal den König der Fische im Aquarium schwimmen haben. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, dass das die Königsdisziplin der Fischzucht ist. Liegt es jetzt auch daran, dass die so sensibel sind oder? Ja, da gibt es sicherlich verschiedene Sachen. Einmal, weil die so sensibel sind und Fisch, der sehr schreckhaft, sehr empfindlich ist. Ja, wann leicht ein Fisch ab? Doch nur, wenn er sich wohlfühlt. Also da braucht er Ruhe, Geborgenheit, hat richtige Futter für, die richtige Wasserqualität. Und da geht er dann schon los. Der Fisch leicht ab in extrem weichem Wasser. Dieses Wasser ist Regenwasser ähnlich. Und dadurch, dass das so ähnlich ist, ist dieses noch empfindlicher. Regenwasser weiß man heutzutage, dass wir einen sauren Regen haben. Und je saurer, umso schwieriger wird er. Und der neutrale Wert ist also pH 7 und unser Regen kommt ja schon bei 4 oder 3,5, das ist kurz vor einer Säure. Durch alle Futterreste, durch Kot, wird das Wasser immer saurer und wenn der pH-Wert unter 3 geht, ist das auch tödlich für den Fisch. Das heißt also, wir müssen diesen Grenzwert einhalten, so bei pH 4 circa, bei fast keiner Wasser, keiner Carbonathärte, da laicht der Fisch bei hohen Temperaturen am liebsten, dann gibt es noch wenig Sauerstoff. Das heißt, wir brauchen für den Fisch super sauberes Wasser, weiches Wasser und natürlich sehr warmes Wasser, was gerne sauerstoffarm ist und unter den Bedingungen leichter. Das haben die Züchter hingekriegt und dann haben die Fische geleicht. Wie viele andere, er zählt übrigens zu den Cichlidenarten oder in Deutsch gesagt zu den Buntbarschen. Buntbarsche? Also es sind keine Welse, es sind keine Karpfen. Genau. Diesmal reden wir über Barsche, das hatten wir noch nicht. Über Buntbarsche und bei Buntbarschen ist also speziell, dass die im Allgemeinen Brutpflege betreiben. Aha. Das heißt, das Männchen und Weibchen legen zusammen Eier ab und passen darauf auf und schützen die vor Fressfeinden. Jetzt haben wir ja geklärt, dass der Diskusfisch aus dem Amazonas stammt und Süßwasserfisch ist, was ja dann logisch ist bei einem Fluss. Und Fleischfresser ist, quasi. Warum ist er so schmal? Ja, das hat natürlich damit zu tun, wo er herkommt. Er lebt also meist in den Unterständen an den Gewässern. Das heißt also dort, wo zum Beispiel Zweige oder Baumwurzeln im Wasser stehen, auch gerne, wenn man einen Baum umgefallen ist, in den Fluss stehen die Fische zwischen den Zweigen da drin und haben gar nicht so viel Platz. Und da ist natürlich eine ideale Form, da so zu stehen und können immer beobachten, wenn was vorbeikommt. Das können sie eben schnappen und als Nahrung aufnehmen. Das heißt, dieses Gebüsch, dieses Gesträuch oder das Schilf ist also die Deckung für die Tiere. Sind es denn intelligente Fische? Würdest du das sagen? Naja, ein Fisch und so richtig intelligent, der lernt nicht Platz, Sitz, Fuß und geht ordentlich an der Leine. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verraten oder erklärt.
Aber er beobachtet natürlich immer das Umfeld, ist natürlich auch immer auf Nahrungssuche. Und wenn also der Pfleger vorm Becken steht, man sieht, der hält mich schon im Auge. Und wenn ich ihm jetzt was zu essen geben würde, dann wüsste er, dass das jetzt jeden Augenblick losgeht. Das Verrückte ist natürlich, wenn ich oben etwas reinwerfe und das fällt nach unten, gibt ja Futter, was oben schwimmt, was in der Mitte treibt oder nach unten geht. Man wirft etwas oben rein, was nach unten absinkt, dann geht so die Hälfte bis unten am Grund und frisst er da. Die von der beiden Hälfte, die überbleibt, teilen sich nochmal in zwei Hälften. Die eine bleibt also ungefähr in der Mitte stehen und denkt, da kommt doch gleich noch was vorbeigeflogen, warum soll ich nach da unten gucken? Und das letzte Viertel bleibt also dann oben stehen und denkt, der schmeißt bestimmt gleich noch was rein und dann bin ich der Erste. Die folgen deinem Finger ja schon ganz gut, wenn du das da so ans Glas machst, ne? Ist ja wie so ein kleiner Magnet. Ja, die wissen, dass das dann losgeht. Oh, jetzt haben sie sich ein bisschen erschrocken. Ist aber auch keine Fütterungszeit, kam für die ein bisschen ungewöhnlicher. Der ist ja schon nicht schlecht. Na, aber wenn ich mir jetzt einen Diskusfisch zu Hause halten möchte, wie lange habe ich denn Spaß an einem Diskusfisch? Das liegt natürlich an dem Pfleger und wie er auf seine Tiere aufpasst. Aber in der heutigen Zeit ist halt gar kein Problem, einen Fisch 10, 12, 15 Jahre am Leben zu halten und dabei zu sehen, von so einem mittelgroßen oder viel werden auch wesentlich kleinere Fische gekauft, den langsam groß zu ziehen. So zuchtfähig ist er nach rund einem Jahr, aber Endgröße hat er erreicht im Allgemeinen nach 2 Jahren und dann ist er ein richtiger Bolide und dann macht er richtig Spaß, so einen Fisch im Aquarium zu beobachten und viele Jahre zu pflegen. Norbert, du wolltest uns noch eine Geschichte erzählen, die du persönlich hast mit dem Diskusfisch und du hast mir hier diesen Pokal gegeben, der verdammt schwer ist. 7. internationales Diskus-Championat 2008. Erzähle uns, was du uns sagen wolltest. Ja, wir haben ja nicht nur das 7. gemacht, sondern wir haben insgesamt 8 gemacht und die gingen bis 2010. Und wir haben also alle 2 Jahre die Weltmeisterschaft für Diskus veranstaltet, aha, wo bis zu Menschen, die Diskus gezüchtet und gehalten haben, aus 27 Nationen kamen. Wahnsinn. Und bis 400 Fische wurden einzeln quer durch die Welt transportiert in vorbereiteten Aquarien. Und wir haben sichergestellt, da es ja in jedem Land auch andere Krankheiten gibt, die nicht in jedem Land resistente Fischarten haben, haben wir sichergestellt, dass nicht ein einziger Tropfen Wasser von einem Aquarium in das andere kam. Na, das war sicherlich eine hygienische Meisterleistung. Und dort wurde also immer der schönste Fisch der Welt gekürt. Und der bekam natürlich einen riesengroßen Pokal. Da ist dies dann noch der kleine davon. Der wog 14 Kilo, war also 24 Karat vergoldet. Wahnsinn. Selbst das Teil hatte einen Wert von über 10.000 D-Mark gehabt. Und es gab dann noch bis 20.000 D-Mark Preisgelder. Ja, Norbert, vielen Dank. Hör mal, das waren schon wieder erfolgreiche 13 Minuten. Ja, ich gehe in mein Büro. Ich mache dir mal auch so einen Plastikpokal. Der wäre angemessen für dich. Und was denn mit dem hier? Brauchst du den nicht mehr? Ja, den kannst du mir ins Büro bringen. Stellst du auf den Schreibtisch. Alter, ist der schwer. Ich kann den nicht mitnehmen. Der ist, glaube ich, zu schwer für den Roller. Ach so, genau. Okay, also, bis dann. Wir sehen uns. Tschö. Tschö. Das war die aktuelle Folge zum Thema Diskusfisch. Falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir mal unten in den Kommentaren. Ansonsten Kanal abonnieren nicht vergessen. Die letzten beiden Videos waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Die Glocke aktivieren, damit ihr mal wisst, wann das aktuellste Video kommt. Und wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder in alter Frische um 8 Uhr morgens. Macht es gut. Tschüss.